Willkommen zur Grundausbildung von WOT. Nein, Spaß, Spaß. Nein, wir waren letztes Mal stehen geblieben. Und zwar haben wir die Lakeville-Topografie gemacht. Wir machen einfach weiter mit der Mannerheim-Topografie. Wie gesagt, gleiches Spiel immer. Wir machen das jetzt alles durch, damit wir hier oben unsere Credits bekommen und unsere freie XP. So, das muss ich ja ein wenig eindrehen, sonst hängt mir das Ding total im Gesicht. Gut. So, machen wir. Ja, die Karte ist, naja, balanced. Medium Tanks fahren normalerweise hier die nördliche Linie entlang. Heavy Tanks fahren hier die südliche normalerweise entlang. Den Nachteil, den die nördliche Seite hat, die Artillerie kann hier an die Punkte nicht so besonders gut hinschießen. Hier kommt sie wieder ein bisschen hin. Aber definitiv hat die Artillerie von der Seite hier viel bessere Karten, ihre Heavy Tanks hier zu unterstützen, weil sie komplett im Endeffekt über diese ganze Linie unterstützen kann. Also das sei mal dazu gesagt. Und hier oben, hier können Haldown-Panzer stehen und diese hier drüben behaken, während du hier im Sidescrape stehen musst, um die anzugehen, die hier oben sind. Ja? Also du musst dann einen richtig guten Turm und eine verdammt gute Seitenpanzerung haben, um da kämpfen zu können, anständig. Ja, ich fahre hier komplett falsch, wie ich gerade gesehen habe. Ich muss nochmal ganz kurz zurück. So ist das halt, ne? Wenn man nicht aufpasst und die ganze Zeit labert, dann verpasst man wichtige Sachen. So. Ach ja, und in der Mitte ist einfach nur Halligalli Drückserparty. Da braucht ihr als Medium Tank und Heavy Tank eher weniger hinfahren. Hier stehen Panzerzerstörer, hier stehen Panzerzerstörer. Und hier fahren meistens die Light Tanks rum und versuchen ähnliche Spots zu bringen. Hier, wenn Light Tanks hier entlang fahren, hier unten, können sie die Heavy Tanks hier spotten. Und die Tank Destroyer können hier Unterstützungsfeuer auf die geben. Andersrum geht es im Endeffekt nicht. Also es geht zwar schon, aber es ist ein bisschen schwerer von hier rüber zu spotten. Da ist ein viel kleineres Zeitfenster. Also das ist ein bisschen ekliger von der Seite dann, da zu unterstützen. Also jede Seite hat ihre Vor- und Nachteile. Ihr müsst halt entsprechend den Stärken eures Panzers dann spielen. So, wir gehen in die Heavy Tank Position hier hinter den Stein. Das funktioniert nur, wenn ihr einen schnellen Heavy Tank habt. Wenn ihr einen langsamen Heavy Tank habt, solltet ihr es nicht versuchen, weil ihr werdet in der Überfahrt gespottet und dann bringt sie euch im Endeffekt einfach um. So, wir stehen hier jetzt hier mega Maximum Haldown. Mehr Haldown geht gar nicht, weil wir knapp über diesen Felsen drüber schauen mit unserem Ziel. So, zack. Oh ne, den habe ich getroffen. Sehr gut, ich hätte eigentlich gedacht, dass der verfehlt hat. So, wir fahren jetzt hier runter. Das ist ein super, super gefährlicher Move, wenn hier Panzer stehen. Also das solltet ihr nur machen, wenn die Zone hier wirklich sauber geräumt wurde. So, jetzt gehen wir hier wieder Haldown. Das geht auch momentan mit den ganzen, oder es geht verhältnismäßig vielen Meterpanzern zum Beispiel. Also jetzt als bestes Beispiel ist der Kranwagen. Das ist wie gesagt einer der, ist schon im vorigen Video gesagt, einer der stärksten Haldown-Panzer, die es überhaupt gibt. Weil er erstens ein Magazin hat und zweitens halt eine super starke Turmpanzerung hat. Ich weiß es leider nicht, wie viel, also wie gesagt, wie wir das mit mir, ich bin da noch in Diskussionen mit meinem Partner, wie wir das veranstalten. Wie wir dieses Video machen, wo ihr seht, wie es wirklich aussieht, wenn ihr Haldown steht. Ich hoffe, dass ich ihn davon überzeugen kann, dass es eine gute Idee ist, dass er das macht. auch für sich selbst. Dementsprechend arbeite ich gerade da dran. So, wie gesagt, hier oben können dann Panzerzerstörer stehen, deswegen solltet ihr hier nicht so leicht, nicht so fix rausfallen, sondern wirklich erst, wenn auch die Zone hier clear ist oder die beschäftigt sind in irgendeiner Art und Weise, solltet ihr euch da rausbewegen. Und die hier nach hinten stehen, sind natürlich auch eine Gefahr, wenn ihr euch da rausbewegt. Das ist jetzt hier ein bisschen irreführend, was diese Topografie macht, also dem solltet ihr nicht vertrauen. So, wir versuchen jetzt unsere Gun Depression zu benutzen. Wir sehen hier, dieser Hügel ist viel zu steil. Dann gehen wir etwas weiter nach links, da ist er ein bisschen flacher und wir können uns tatsächlich wieder Haldown hinstellen. Das ist gebounced zum Glück.
Wir versuchen jetzt hier unsere paar Pixelschüsse anzubringen. Fahren noch ein Stückchen vor, damit wir etwas mehr von ihm sehen. Dafür hat er uns eine gegeben. Ist halt so, müssen wir mit leben, müssen wir mit klarkommen. So, hier haben wir jetzt Medium. Da schauen wir, dass wir nur ein Fitzelchen von ihm sehen. Dass er auch nur ein Fitzelchen von uns sieht. Oder gar nicht sieht. Das wäre natürlich noch besser. Doch, der hat uns gesehen. Was weiß ich nicht. Irgendeine Ecke hat er gesehen. Ich kann das jetzt leider nicht nachprüfen. Wahrscheinlich die Turmecke hier, das da war wahrscheinlich möglicherweise, wenn ich so interpretiere, wo die Kugel hingegangen ist. So, hier Vorfahrt ist natürlich auch gefährlich, wenn ihr wisst, dass hier oben noch welche sind. Die können euch dann abgrasen, wenn ihr gespottet werdet. Oder hier an diesen Stellen. Also wie gesagt, ihr müsst immer gucken, wo Gegner gespottet waren, beziehungsweise wo Gegner sein könnten. Müsst ihr erahnen. Und da möglichst nicht dran vorbeifahren, sonst kassiert er einfach unnötig Schüsse und das braucht es nicht. Ne? Es sei denn, ihr sagt, okay, ich habe genug Lebenspunkte, ich kann das riskieren, dann fahrt ihr da entlang und kriegt halt ein, zwei Schüsse ab und sagt, naja, das habe ich jetzt, das ist okay, damit kann ich leben. So, wir schalten jetzt die SPG aus, die ist tatsächlich auch da, wo ab und zu einer steht. Das ist also nicht irgendwie inkorrekt oder so. Der Medium Tank hier ist jetzt der out of place. Ja, geht eigentlich. Also wenn ihr seht, der hätte Unterstützungsfeuer nach hier unten geben können, theoretisch, wenn da einer passiert. Und darauf aufpassen, dass hier aus dieser Durchfahrt, die ihr rechts unten seht, dass da keiner hochkommt. Schauen wir mal, was er hier angeschossen hätte aus der Position. Ja, er hätte uns da, wo wir hier an der Ecke gekämpft haben, hätte er uns theoretisch bekämpfen können. Na, hat er nicht gemacht, weil er uns nicht gesehen hat durch die Büsche, glücklicherweise. Also dementsprechend, wie gesagt, achtet darauf, wo ihr Gegner gesehen habt und wo Gegner waren. Und fahrt halt nur raus, wenn ihr wirklich das Risiko kalkuliert habt und sagt, okay, entweder sind sie nicht mehr da oder das geht, das funktioniert. Auch wenn ich jetzt ein paar Lebenspunkte verliere, das ist wurscht. So, wir räumen jetzt die Medium Line von hinten auf. Davon ausgegangen, dass es hier nicht funktioniert hat mit von unserem Team, also dass es da nichts gebracht hat. So, der dreht sich auch schon, als ob er uns gesehen hätte. Hat er zwar eigentlich nicht, aber so, er hat uns gebounced, weil wir uns versteckt haben. Richtig schön. Wir haben noch ein bisschen was von uns gezeigt. Dementsprechend haben wir ihn gebaitet. Bei guten Spielern funktioniert Baiten nicht. Bei schlechten Spielern funktioniert's. Ja, schlechte Spieler ist relativ. Also bei erfahrenen Spielern funktioniert's nicht meistens. Und bei unerfahrenen Spielern, das ist die richtige Formulierung, weil schlechte Spieler gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur unerfahrene Spieler oder erfahrene Spieler, die ihre Erfahrung nicht, die sie gemacht haben, nicht verarbeitet haben und verinnerlicht haben. Das ist eigentlich der Unterschied. Es gibt keine schlechten Spieler. Nein. Weil jeder fängt schlecht an. So, dementsprechend, die könnt ihr baiten. Unerfahrene Spieler, erfahrene Spieler eher weniger. Dementsprechend, es werdet ihr relativ schnell rausfinden, was für einen Kollegen ihr vor euch habt. So, jetzt spielen wir die ganze Sache vom Süden, Südwesten. Vorhin waren wir Nordosten, also von hier oben sind wir darüber gewackelt und da hierhin. So, wir spielen jetzt das Ganze in die andere Richtung. Wie gesagt, die Stelle hier zu passieren ist kompliziert für die nordöstliche Seite und die Stelle hier ist kompliziert für die Heavy Tanks von der südwestlichen Seite aus. Also von hier. Werde ich euch dann aber noch nachher zeigen. So, dann gehen wir mal in die Linie rein. Also, wie sieht's aus? Wie gesagt, selbes Spiel. Hier sind die gegnerischen Tank Destroyer meistens. Wenn hier einer spottet, solltet ihr hier nicht crossen. Aus dem einfachen Grund, weil ihr gespottet werdet und dann 4, 5 Kugeln in die Seite reinbekommt. Und wenn hier einer steht, eine dicke Kanone hat, dann seid ihr gleich mal die Hälfte eurer Lebenspunkte los. Das heißt, das lohnt sich dann im Endeffekt nicht. Ihr müsstet euch dann hinter einem dieser Steine hier verstecken oder versuchen, hier runterzufahren, so schnell wie möglich. Um den Schüssen auszuweichen. Dann könnt ihr geringfügig von hier unten auf die Zone wirken. Mehr geht dann aber auch fast gar nicht. Ein bisschen Halldown könnt ihr spielen, aber ihr werdet da keinen Blumentopf gewinnen. Nur in Ausnahmefällen, wenn sich Gegner wirklich wegschmeißen und dann ihre Lebenspunkte wirklich opfern. So, das ist ein sehr ungewöhnlicher Pfad, den wir hier fahren.
Auch gefährlich aus dem einfachen Grund, weil, wenn hier ein Halldown-Panzer mit verdammt guter Depression steht, der legt euch hier so dermaßen auseinander, das glaubt ihr gar nicht. Der fährt hoch und schießt euch ständig in die Unterwanne rein, weil er muss ja nur 2 Meter vorfahren, ihr müsst nicht aufmerksam sein und zack, bumm, habt ihr schon mal die Hälfte eurer Lebenspunkte weg. Dementsprechend passt darauf auf. Ah, hier ist schon, das ist dieses Beispiel von dem Light Tank, der da hier vorbeikommt und schaut und guckt, ob er euch spotten kann. Das ist ziemlich miserabel, wenn das passiert. Ja, jetzt wie gesagt, hier vorbeizufahren ist super gefährlich, wenn hier schon die ganzen Panzerzerstörer in ihrer Position sind. Das heißt, mit schnellen Tanks könnt ihr das durchaus machen. Das ist absolut kein Problem. Ihr könnt sogar mit Medium Tanks hier runterfahren, theoretisch, wenn ihr wolltet. Allerdings, wie gesagt, wenn ihr mit langsamen Kisten wie dem Oho, Type 5 Heavy und sonst irgendwie dergleichen hier vorbeitigern wollt oder der Maus sogar, kann es sein, dass ihr dermaßen Dinger in die Seite reingeschenkt bekommt, dass ihr nur noch mit den Ohren wackelt. So, wir haben jetzt hier wieder ein paar Gegner. Das ist auch recht naheliegend, dass das passiert. Ich würde davon ausgehen, wenn wir niemanden schnell auf unserer Seite haben, ja, also jetzt ein Medium Tank oder ein schneller Heavy Tank, der hier runterrauscht, ist diese Position super, super aggressiv und auch verdammt gefährlich, weil wenn die hier entlang wackeln und hier hochfahren, ne, hier so ein bisschen Halldown spielen, dann können die euch sehr dermaßen in die Seite bolzen, während ihr hier versucht, die vorderen Typen zu erwischen. Na, das war jetzt dämlich, ne? So sollte man eigentlich nie rausfahren. Ja, so war wahrscheinlich auch nicht. Das war jetzt zu stark angewinkelt, nehme ich an. Ja, das war zu stark angewinkelt. Jetzt sind wir auf einem Autobahnswinkel, der funktioniert. Aber wir müssen halt schauen, dass wir ihm unsere Front nicht zeigen. Jetzt haben wir ihn gebaitet im Endeffekt. So, zack, bumm, nächster drin. Jetzt kommt seiner wieder. Der hat mich wieder durchschlagen. So. Es ist unschön, dass ich so viele kassiert habe. Genau. Also wie gesagt, hier ist super gefährlich. Ihr müsst schauen, wie dieser Kampf sich hier wie der Kampf ausgeprägt ist. Also was alles passiert, müsst ihr gucken, ob hier welche stehen, ob hier unten welche kommen, hier unten schon welche von euch sind, wenn ihr zu langsam seid. Ja, also achtet wirklich darauf, wie das Kampfgeschehen sich an der Position entwickelt. Dort schauen wir zum nächsten. Das ist verhältnismäßig unrealistisch, dass wir jetzt von hier oben hier runterfahren. Kommt normalerweise nicht so vor, es sei denn, wir haben hier unten Verbündete. Wir haben jetzt einen Heavy Tank, dem wir gegenüberstehen. Das geht eigentlich. Also, ja, es kann passieren, wie gesagt, wenn die ein bisschen langsamer sind und langsame Panzer haben. Wir sollten uns verstecken, dann einen Schuss baiten, weil ich habe nicht mehr viele HP. Den haben wir gebaitet, das ist gut. Ich hoffe, ich kriege ihn los, bevor er schießt, weil es war knapp. So, jetzt fahren wir hier zum nächsten. Wir gucken, dass wir ihm einen Schuss rauskitzeln, schön den Panzer anwinkeln zu seiner Kanone. So, schauen mal, ob wir den rauskriegen können. Ja, Hammer. So. Jetzt hat er wieder geschossen. So. Ja, jetzt haben wir 3 Schuss von ihm gebounced. Wir sehen, also ich habe die Grafikeinstellung nicht so hoch, dass ich das jetzt einsehen kann, wo ich getroffen wurde. Vielleicht sollte ich das auch wieder umstellen im Zuge der Videoreihe, die ich mache. Weil ich habe es immer relativ niedrig, damit mir das ganze Zeug nicht durch die Gegend drucke, wenn ich ein bisschen schneller ins Spiel reinlade. So, jetzt fahren wir hier hoch. Die Stelle hier geht noch. Das ist noch okay. Damit kann man arbeiten. Problematisch wird es dann. Problematisch wird es dann weiter oben. Okay, wir haben ihn leider nicht getroffen. Also ihr seht schon, Pixelschüsse sind nicht einfach bei dem Spiel. Vor allem, weil dieser 25-prozentige Random-Faktor noch mit dabei ist. Das heißt, nee, das ist ja 25%, Entschuldigung, das war falsche Information. 25% ist nur bei Schaden und bei Penetration. Und der Rest hier ist der Dispersion-Faktor. Also die Verteilung, die ihr habt in eurer Dispersion. Also nochmals erklärt. Das hier ist die Dispersion. Das sind diese 33, 34, 35, also 0,35 Meter, die ihr da habt in der Anzeige, wenn ihr jetzt in eurem Menü steht. Ja?
Und die Verteilung hier ist eine Normalverteilung. Die hat irgendeinen Alpha-Wert, was auch immer, bla bla bla. Je nachdem, wie hoch der ist, kann diese Streuung halt. Also die sollte eigentlich bei allen Panzern gleich sein. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich so ist. Keine Ahnung. Das ist ein Wert, der nicht veröffentlicht wird. Oder nicht veröffentlicht wurde. Dementsprechend, also es werden keine 25% daneben sein. Das ist keine Ahnung, ob das tatsächlich so ist, ob die den Wert genommen haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so. Auf jeden Fall ist es auch so ein Random-Wert, der da halt im Raum steht. Ja. Böse Zungen behaupten, dass es bei Russenpanzern ein niedriger Wert ist als bei allen anderen Panzern, aber das wird wahrscheinlich nicht stimmen. Das würde ja richtig massiv mies sein, sagen wir es mal so. So, wir haben jetzt hier einen Panzerzerstörer. Wir versuchen den jetzt zu erwischen. Wir nehmen jetzt erst den hier, der guckt uns jetzt an, damit wir einen besseren Winkel uns holen können. So, der hat uns gesehen. Wir schauen mal, ob der andere uns sieht. Ne, der andere sieht uns nicht. Wir sehen hier nur die Spitze von ihm. Eins. Zwei. Das funktioniert natürlich nur, wenn ihr genug Penetration habt und das Ziel, euer Ziel, nicht so viel Panzerung hat. Ja, an den Stellen, die ihr jetzt hier sehen könnt. Ja, hat uns auch gesehen. Das ist ein wenig schade. So, wir müssen uns jetzt hier eine Fläche suchen, irgendwo, wo wir den Panzerzerstörer angehen können, und unsere Gun Depression ausreichend ist, dass wir ihn anvisieren können. Es wird wahrscheinlich der hier sein. Ja, so kriegen wir das hin. Also der Vorteil ist, den ihr hier habt, wenn ihr weiter weg seid, ihr könnt mehr vom Gegner sehen und er weniger von euch. Und er schießt auch nicht so genau. Und ihr könnt, wenn ihr mehr seht vom Panzer, halt mehr angreifen, als er bei euch sehen kann. Ich gehe davon aus, dass er bei uns jetzt nur den Bereich hier gesehen hat, so ein bisschen unter der Kanone, also jetzt ungefähr hier vielleicht ein bisschen. Wir werden aber in den anderen Videos nochmal genauer sehen, wie das mit dem Hulldown wirklich, wirklich funktioniert und wie viel ihr vorfahren könnt. Und wo ihr, also wenn ihr jetzt so einen Hügel habt, hat er irgendwo seinen Peak, also seinen Gipfel. Und wie ihr zum Gipfel stehen müsst, um Hulldown zu sein, an welcher Position. Also ich wage es zu behaupten, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das werden wir dann in den Videos zu sehen. Wer näher am Hügel ist, hat den Vorteil, Hulldown zu sein. Das heißt, wenn einer weit weg ist von der Spitze, also von diesem Knick, muss er nicht unbedingt ein Gipfel sein. Der hat im Endeffekt den Vorteil, Hulldown gegenüber seinem Gegner zu sein. Es sei denn, es sind beide ganz nah dran, dann seht ihr halt alles von eurem Panzer. So, wir fahren jetzt die Medium-Reihe. Wir fahren hier oben rum. Ja, also, das ist wie gesagt der normale Weg für den mobilen Panzer. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Worauf ihr aufpassen müsst, wenn jetzt hier wenn es hier schnelle Scouts vorbeikommen, werdet ihr hier gespottet auf diesem Weg und die Panzerzerstörer können euch von hier massakrieren. Aufpassen. Schnell sein, vielleicht vorher kurz verstecken, gucken, ob ein Scout da ist. Wenn einer von euch getroffen wird, von euren Verbündeten, dann müsst ihr halt warten, bis der Scout entweder weg ist oder ihr müsst euren Chancen dort ausnutzen, was ihr halt dort machen könnt. So, ich versuche mich jetzt hier wieder Hulldown zu stellen. Bei dem Panzer nützt es nicht allzu viel, weil der keine besonders starke Turmpanzerung hat. Das heißt, die werden wahrscheinlich durchkommen. Okay, sie haben mich schon entdeckt. Wie, weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Das sollte eigentlich nicht passieren aus der Position hier. Also das ist jetzt unrealistisch. Aus dem einfachen Grund, weil wir hier nicht gespottet werden dürften, da wir hier von den Büschen verdeckt werden. Das heißt, die Büsche sorgen dafür, dass wir nicht gesehen werden. Das ist diese Buschmechanik, die auch von Wargaming groß und breit erklärt wurde oder erklärt wird. Also da könnt ihr euch einige Videos reinziehen von denen. Ich glaube, Mailand hat es auch nochmal erklärt und genauso Mausakrobat. Gesagt, schaut da bei den beiden nochmal rein, wenn euch das von den Wargaming-Leuten nicht ausreicht.
Also die dürften uns eigentlich nicht treffen. Ich muss mal ganz kurz in die Küche. Mein Reis ist fertig. So, ja, ich lebe auch. Ich muss auch ab und zu mal was essen. So, fahren wir zum nächsten Punkt. Wie gesagt, hier crossen ist gefährlich, sobald hier unten irgendwelche Tanks stehen, die euch behaken können. Ne? Also da müsst ihr auch aufpassen, dass wir entweder nur mit schnellen Panzern oder wenn die Situation so klar ist oder wenn ihr sagt, okay, kalkuliert das Risiko, das gehe ich ein. Wow! Okay, that's strange. Ich versuche jetzt diese Ecke hier zu benutzen, um seine Kanone zu verdecken. Das funktioniert nicht, weil ich einfach einen absolut brutal falschen Winkel hatte in der Außenkamera. Aber ich sehe eine Ecke von ihm, die ich angehen kann. Er sieht von mir wahrscheinlich nicht so viel. Also der Vorteil bei dem Turm hier ist, dass er ziemlich schmal ist. Ne? Das heißt, wenn ihr irgendwo um die Ecke guckt, also ich gehe davon aus, dass die Kamera, und ich gehe davon aus, das ist ziemlich sicher, dass die Kamera in der Kanone ist. Das heißt, sobald ihr den Gegner seht, ist das hier alles offen. Ja? Das heißt, also bis zur Hälfte. Also wenn ich jetzt hier so um die Ecke schaue, ist im Prinzip dieser Teil von meinem Turm sichtbar. Ja? Dementsprechend müsst ihr darauf achten, was ihr dem Gegner zeigt, weil ich habe hier so eine fette Knubbelkupole auf dem Kopf, die man super gut treffen kann und wahrscheinlich auch super gut penetrieren kann. Dementsprechend müsst ihr aufpassen, welche Seite eures Turmes ihr zeigt. Ja, also, wenn ihr jetzt irgendwelche Weakspots auf dem Turm habt, wie diese Kupola, zeigt nur die rechte Seite des Turmes. Das heißt, ihr müsst rechte Hand von irgendwelchen Hindernissen kämpfen, um den Gegner hier angehen zu können. Wir sind jetzt hier auf der anderen Seite. Ich nehme es trotzdem an, weil das ein Medium-Tank ist und der jetzt mit HE-Munition schießen wird. Wenn ich Pech habe, wird er mich maßlos brutal penetrieren. Ich schaue jetzt, dass ich nur einen Teil seiner Front sehen kann. Ja, so. Genau. Und jetzt können wir ihn schon beschädigen. Ja. Also er kann mich nicht einsehen. Weil ich im Endeffekt nichts von seiner Kanone oder seinem Turm sehe. Das heißt, er sieht von meinem Turm eigentlich nichts und ich konnte ihn hier bekämpfen. An der Seite. Ich meine, eigentlich wird es einen Panzer nicht kaputt machen. Außer Lord of Tanks, ne? Dementsprechend. Ist es halt so. Gut. Ich wollte jetzt schon die Linie entlang fahren. Soll man scheinbar nicht machen. Man geht hier unten durch. Um sie hier auseinandernehmen zu können. Man kann auch hier entlang fahren, aber dann ist man in der Gefahr, von dem hier auseinandergelegt zu werden. Man ist sowieso gefährdet, wenn hier ein Panzerzerstörer steht. Die stehen verteidigend hier. Manchmal, wenn ihr hier entlang fahrt, die können euch da angreifen. Also dementsprechend ist das auch ein Punkt, der beachtet werden muss auf dieser Karte. So, wir fahren jetzt durch diese Senke, wo meistens Light Tanks durch die Gegend wuseln und versuchen dann von hier irgendwelche Spots zu machen in der Zone hier oben oder hier drüben. So, wir fahren jetzt zum nächsten Angriffspunkt. Hier müsst ihr aufpassen. Alle Gegner sind über euch, das heißt, sie haben es leichter, euch zu penetrieren. Beziehungsweise irgendwo durchzuschlagen, weil der Winkel halt besser ist dafür. So, der Panzerzerstörer war ausgerichtet auf die Heavy Tanks. Das war's von ihm. Da hat er verloren. Den habe ich jetzt nicht geachtet. Das war jetzt sehr unschön. Wir können ihn ein bisschen heilen bekämpfen. Wir müssen uns aber beeilen, weil sobald wir irgendwo einen bestimmten Punkt drüber gucken, glotzt halt unsere Mega-Cupola über den Turm. Das heißt, wenn wir jetzt. Wartet mal. Das machen wir später im Endteil. Also. Genau, der hat uns wahrscheinlich in die Cupola jetzt mal gebolzt oder oben in den Turm irgendwo. Ja, hier oben hat er uns jetzt, ne, da hier hat er wahrscheinlich durchgeschlagen. Also, wenn wir jetzt. Wir müssen nach vorne schauen, so, nach vorne gucken. So. Also, wenn wir jetzt
nach vorne schauen, dann kann, wenn wir jetzt Hulldown sind, können die theoretisch, wenn wir knapp über den Horizont gucken, sehen die diesen oberen Teil hier von unserem Turm. Und sobald wir versuchen zu gucken, ja, sehen die das Ding hier als erstes und können da gleich reinbolzen. Selbst wenn wir sie noch nicht mal sehen. Das heißt, falls ihr euch wundert, so, hey, ich habe sie noch gar nicht mal gesehen, den Typen, ich war noch Hulldown, was soll denn das? Haben die euch wahrscheinlich in eure Kupola reingebolzt. Genau, so, da sind da drüben wieder welche, die werden uns spotten. Wir versuchen jetzt hier die Heavy Tanks anzugehen. Das ist natürlich jetzt unschön, weil wir uns unseren Bobo zeigen. Wir haben den Vorteil der Reichweite. Das heißt, wenn wir jetzt das ausnutzen und hier ein bisschen fieser spielen, dann können wir den Typen auch auseinandernehmen, weil wir theoretisch eine bessere Kanone haben sollten als er. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Light Tank, den wir auseinandernehmen müssen. Und haben wir die Runde auch schon geschafft. So, zack. Gut. Das war Nordosten von der Mannerheim Line. Ach, Mannerheim Line? Ich glaube schon. Mann, Mann, Mann. Mann, wie heißt die? Ich merke mir die Namen von den Runden meistens nicht. Also. Ich weiß es immer noch nicht, obwohl ich jetzt, glaube ich, schon 1,5 Jahre oder so spiele. Keine Ahnung. Gut. Dann. Also, ihr müsst, entschuldigt, wenn ich ab und zu schnupfe. Ich weiß nicht warum. In letzter Zeit stehen ständig meine Nase zu. Hat auch nichts mit Corona zu tun. Mannerheimlein. War doch richtig. So, jetzt spielen wir die andere Seite. Machen wir die auch noch. Und dann haben wir es geschafft. Für den Part. So. Wir fahren jetzt hier von dem Punkt aus hier nach Norden. Hier müsst ihr, habt ihr keine wirklichen Gefahren direkt erstmal, bis ihr hier oben ankommt, weil hier wird selten gespottet und hier kann man auch sehr schwer reinschießen. Das heißt, hier, dass ihr hier gespottet werdet im Anfang, in der Anfahrt, ist normalerweise, ich habe es noch nicht erlebt, sagen wir es mal so. Also ich wurde dort noch nie getroffen. Und ich spiele schon bei. Wie gesagt, es kommt sehr selten vor. So. Trotzdem, wie gesagt, achtet darauf. Sollte es irgendwann mal vorkommen, ne? Vorsichtig sein. So, also es ist unrealistisch, dass hier euch jemand abknallen kann. Es wird, wie gesagt, gefährlicher hier. Aus dem einfachen Grund, weil ihr hier oben nur Sidescrapen könnt. Ja, ihr könnt hier mäßig bis eigentlich gar nicht halt ausspielen. Ihr habt hier ein paar Bäume vor euch, die ihr benutzen könnt. Die könnt ihr umwerfen. Aber es ist eher ein Fall von ne? Ja, versuche ich gerade. Oh, einen verpasst. Na. So. Okay, also es geht. Also wie ihr seht, ne? Also das wäre, hier wäre im Endeffekt Halldown. Ja? Ihr seht halt nur diesen Fitzelchen, ne? Und sobald ihr mehr sehen wollt, verlasst ihr halt im Endeffekt eure Position und zeigt euch, zeigt mehr von eurem Panzer den Gegner. Ja? Super flache Panzer kriegen das vielleicht hin. Ich bezweifle aber, dass es die gibt. Ich fahre mal ein bisschen zurück, um zu schauen, ob es da tatsächlich keine Position gibt. Ja, von hier aus könnte man tatsächlich kämpfen. Aber da zeigt ihr euch, beziehungsweise da gebt ihr eure Position der Artiefpreis. Also im Endeffekt, also es kann sein, dass euch von da die Artillerie trifft. Ja, eher weniger. Nee, doch nicht. Ja, hier wird es euch nicht treffen. Es sei denn, sie hat einen richtig, richtig steilen Winkel. Dann geht's. Ja. Aber hier könntet ihr theoretisch halt auch kämpfen. Ist aber, wie gesagt, so eine Sache, ob es geht, werden wir dann rausfinden. Ne? Das werden wir dann sehen. Gut. Dann fahren wir zum nächsten Punkt, den sie haben wollen. Wir fahren jetzt zum nächsten Marker.
Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr da jetzt Haltung kämpfen könnt, auch mit einem Panzer, der jetzt keine super Turmpanzerung hat. Ihr müsst halt einfach dann schnell sein. Ne? Also reingucken, zack, wieder raus. Ne? Also wirklich nicht viel Zeit lassen dem Gegner, dass er nicht viel Zeit hat einzuzielen. Ihr müsst dann auf eure Snapshots vertrauen und wenn er geschossen hat, nutzt die Gelegenheit und zielt länger ein. Das war jetzt unglücklich, dass das passiert ist. Ihr könnt auch versuchen, den Gegner zu baiten, indem ihr so ein bisschen hin und her zuckelt und dann eure Weak Spots im Endeffekt zeigt oder eure Weak Spot zeigt und ihn dazu führt, dass er schießt. Dann habt ihr länger Zeit und könnt ihm den Rest geben. Ja, das funktioniert. Es ist aber etwas, was nicht wirklich verlässlich ist, weil erfahrene Spieler, die schießen nicht, solange einer zuckelt. Ja, gehen da kein Risiko ein, weil sie wissen, dass wenn sie geschossen haben, ja, ihr rauskommt und denen eine verpasst. Ja, also dementsprechend achtet da drauf. So, der hat geschossen. Dann nutzen wir jetzt die Gelegenheit und schießen zweimal. Ich weiß nicht, ob mein. Nein, hat nicht ausgereicht. Der wird wahrscheinlich genauso schnell, im Endeffekt fast genauso schnell nachladen wie wir. Ja. Auch wieder was gelernt. Das heißt, Panzerzerstörer, wenn die geschossen haben, nur einmal rausgucken und dann wieder zurück. Also zumindest bei denen hier. So, wir fahren jetzt hier rüber. Ich habe jetzt auch nicht darüber geredet, was hier weh an welcher Position ist. Also wie gesagt, hier müsst ihr aufpassen, wenn ihr hier drüber fahrt. Jedes Mal, eigentlich könnt ihr ja grob sagen, in jeder Runde, wo ihr eine freie Fläche passieren müsst, in irgendeiner Art und Weise, und das zählt als freie Fläche, auch wenn das jetzt ein wunder Pfad ist und hier Berge sind und alles drüber dran. Also etwas, wo ihr keine harten Hindernisse habt, könnt ihr entdeckt werden, ne, und abgeschossen werden. So, dass die SPG da unten steht, ist ein bisschen unrealistisch. Die stehen meistens hier oben irgendwo positioniert, es sei denn, sie haben sich verlagert, das kann natürlich auch passieren. Das werden die auch machen. Manche Artifahrer sind faul und bewegen sich nicht und sagen dann, ja, ihr blöden Säcke, ihr habt schlecht gespielt, ich sterbe jetzt wegen euch. Das war jetzt doof, weil ich meinen Panzer zu viel gezeigt habe. So, ich nutze jetzt die Gelegenheit. Jetzt hat er wieder geschossen zum Glück. Okay. Also es ist jetzt schon Schüsse baiten, funktioniert bei den Computern hier einigermaßen gut. Bei den Computergegnern, bei Spielern würde ich mich nicht drauf verlassen, da solltet ihr auf Nummer sicher gehen. Wir versuchen den jetzt gleich zu ketten. Haben es geschafft, das heißt, der hat jetzt verloren, der steht auf der Stelle. Zack. Ja, also wenn ihr einen turmlosen TD ketten könnt, dann nutzt die Gelegenheit, wenn ihr Schaden dabei noch machen könnt, umso besser. Es ist manchmal tatsächlich sogar besser, wenn ihr keinen Schaden machen könnt, dass ihr ihn kettet. Weil, wenn ihr ihn gekettet habt und er hat viele HP, ja, und ihr macht nicht allzu viel Schaden an ihm, also, machen wir es mal so: Ihr macht ja nur einen Teil eures Schadens, oder ein Teil der Lebenspunkte des Gegners, mit dem macht ihr Schaden. Also, das ist der Schaden, der euch angerechnet wird. Also, sagen wir hypothetisch. Der Gegner hat 250 HP. Ne, sagen wir 300 HP. Und ihr macht 50 Schaden. So. Entweder ihr schießt ihn jetzt an und macht 50 Schaden. Das ist sinnvoll tatsächlich, wenn ihr. Naja, es ist nicht sinnvoll. Es hängt immer von der Situation ab. Ich will ganz kurz ein Rechenbeispiel, warum es manchmal besser ist, ihn nur zu ketten und keinen Schaden zu machen. Ein Beispiel dafür. So, Gegner hat volle Lebenspunkte. Ihr habt Verbündete im Hintergrund, die den Typen platt machen würden, jeder mit einem Schuss. So, in der Situation ist es tatsächlich besser, ihn zu ketten, ohne Schaden zu machen, weil ihr dann die Hälfte seiner Lebenspunkte als euren Schaden angerechnet bekommt. Ja? Anstatt nur euren Schaden einmal zu machen. Was hundertprozentig zählt, ja. Aber es kann sein, dass die Lebenspunkte, die der Panzerzerstörer hat, bei weitem größer sind als der Schaden, den ihr macht.
Und ihr macht im Endeffekt dadurch mehr Damage, indem ihr nur kettet, auch wenn ihr keinen Schaden macht, als wie wenn ihr euren Schaden direkt an ihm macht. Ich hoffe, das war verständlich. Sollte es nicht so sein, schreibt es irgendwo hin, was weiß ich, in die Kommentare und ich erkläre die ganze Sache nochmal. Gegebenenfalls sogar einem Rechenbeispiel hier anhand irgendeiner Formel, die ich in, was weiß ich, Word oder irgendeinem anderen Schreibprogramm zusammenklatsche oder Excel vielleicht sogar. Schauen wir mal. So, das war's von der Mannerheimline. Also, es gibt, wie gesagt, ein paar Punkte, auf die ihr achten müsst. Ich werde dann in den detaillierten Videos, wo man mit welchen Fahrzeugen gut wirken kann, nochmal genauer drauf eingehen. Und genau, also wie gesagt, es gibt ein paar Sachen. Ich werde dann wahrscheinlich auch in den anderen Videos ein Bild von der Karte nehmen und einzeichnen, wo was ist, dass ihr euch das merken könnt und immer wieder nachschlagen könnt. Genau, also wo welche Panzer meistens stehen, und ihr das dann nachschlagen könnt und nachvollziehen könnt und auch merken könnt. Gut, okay, das war's für die Mannerheimline. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann irgendwann bei der nächsten Topografie-Runde, was wahrscheinlich Minet sein wird. Oder Mainz. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist Französisch. Oder Mines, Italienisch. Ich weiß es nicht. Keine Gut, also. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Macht's gut.